Willkommen zu einer weiteren Folge von Monis Magical Vlog. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Heute ist es Zeit, meinen Weihnachtsbaum aufzubauen. Da stehen schon die Kartons. Mein größtes Problem ist tatsächlich diese Palme. Weil der Weihnachtsbaum soll nämlich dahin, wo die Palme steht. Mein Problem ist aber, ich weiß nicht, wohin mit dieser Palme. Und Balkon kann die nicht, da erfriert sie. Deswegen muss ich jetzt erstmal einen Platz suchen, wo diese Palme hin kann. Keine Ahnung, wahrscheinlich ein Schlafzimmer oder so, aber ich bin echt ein bisschen ratlos, weil die ist schon groß, aber irgendwo muss der Baum ja hin. Oder ich krieg halt keinen Baum. Aber ich möchte schon einen Weihnachtsbaum. Ja, und das ist jetzt der Plan. Erstmal Palme wegräumen und Weihnachtsbaum aufbauen. Und dann, behängen. Dann, was ist noch in diesem Magical Vlog geplant? Morgen bin ich bei einem Fotoshooting mit der Nina und der Brina. Zu einem Christmas-Shooting. Da nehme ich euch ein bisschen bisschen mit. Wir gehen zu, in Kaiserslautern, wir gehen noch was essen. Ja, da seid ihr mit der Kamera dabei. Aber ich löse jetzt erstmal das Problem mit der Palme. Ihr seht, ich habe einen Platz gefunden in meinem Schlafzimmer. Ich habe sie jetzt auf die Malmkommode gestellt, wo normalerweise die Pflanze steht. Aber sonst wäre ich hier nicht durchgekommen zu meinem Bett. Ich muss sagen, mein Schlafzimmer ist manchmal ein bisschen so wie eine Abstellkammer. Hier kommt eh keiner rein und es sieht keiner. Aber ich wünsche natürlich auch, ne, dass es hier irgendwie einigermaßen gut aussieht. Aber ja, das ist jetzt die provisorische Lösung. Sagen wir, der Tannenbaum steht ungefähr einen Monat. Ist die Palme hier verfrachtet und ich muss die eh umtopfen. Die wächst schon schief und hat auch eigentlich keinen Platz mehr, ist viel zu groß für den Topf. Deswegen, das wird auch noch angegangen. Da muss ich aber noch so Palmgranulat, Dings kaufen zum Einpflanzen. Aber das ist auch noch ein Projekt, was ich irgendwann angehen muss. Aber erstmal steht sie hier im Schlafzimmer. Ja, und da steht er. Mein künstlicher Weihnachtsbaum. Den habe ich mir letztes Jahr zugelegt, tatsächlich. Er hat so Kunstschneespitzen, was ich wirklich sehr schön finde. Hat auch schon Tannenzapfen dran. Ist natürlich jetzt nicht der hochwertigste Baum. Man muss ihn auch noch ein bisschen auseinanderbiegen, weil immer überall noch so ein bisschen Lücken sind. Aber ich denke mal, wenn die Ornamente dranhängen, wird das ganz schön aussehen. Aber was das Problem bei diesem Baum ist, er schmutzt, wenn man ihn aufbaut und abbaut, weil dieser Schnee sich natürlich mal so ein bisschen abbröckelt. Aber ja, ich finde, er passt hier sehr, sehr gut hin in meine neue Wohnung. In diese Ecke direkt neben meinem Schreibtisch. Direkt Weihnachtsstimmung und ja. Ich würde sagen, ich muss aber auch demnächst, glaube ich, gleich los. Also das heißt, ich werde bestimmt gleich mal anfangen, hier zu dekorieren. Ich werde noch nicht sauber machen, weil beim Aufhängen wird auf jeden Fall noch wieder Schnee runterfallen. Und ich fange mal an und dann denke ich mal, wird es heute Abend noch weiter dekoriert. Aber das seht ihr dann im Schnelldurchlauf.
Ja, da steht er. Bisschen Shep, die Spitze. Aber ich muss sagen, ich bin von Spitze irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Aber ja, hier habe ich Minnie und Mickey als Lebkuchen. Die gab es ja mal im Disneyland zu kaufen. Finde ich richtig süß. Ja, mein Motto des Baums, mehr ist mehr. Und natürlich Disney-Kunterbunt. Habe ja natürlich ganz viele Disney-Ornamente. Und ja, die haben alle ihren Platz gefunden. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Highlights. Und zwar einmal hier das. Das habe ich mal von einem Inside Ears Event geschenkt bekommen. Hier, das habe ich letztes Jahr bei Shop Disney gekauft. Ist ja nicht süß. Dann, ja, die habe ich auch letztes Jahr von Shop Disney, Mickey und Minnie. Chip and Dale, hier Lumiere. Ganz viele so normale Kugeln irgendwie mit Disney. Hier haben wir einen Olaf, hier haben wir Walt mit Mickey. Ja, ich habe mir tatsächlich letztes Jahr sehr, sehr viele gekauft. Und deswegen dieses Jahr, es kommen zwar noch welche, aber nur ein Set. Und mehr habe ich diese nicht gekauft an Ornamenten. Hier, die spielen sogar Musik. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier geht. Wo ist denn der Knopf? Ich muss mal das Mikro dran halten. Also ich finde so Ornamente wirklich schön, die Musik spielen, aber also wenn man Kinder hat, wahrscheinlich würden die Kinder die ganze Zeit da drauf drücken, dass es spielt, aber das mache ich jetzt nicht. Auch hier zum Beispiel Lunia, der leuchtet, aber das mache ich jetzt auch nicht an. Ja, den Schlüssel gab es letztes Jahr. Ich habe dieses Jahr irgendwie verpasst, den zu kaufen für 2021. Egal. Ja, hier so, die habe ich aus dem Disneyland, diese Ornamente. Tinkerbell. Dumbo habe ich letztes Jahr von Shop Disney gekauft. Ja. Also, ein bunter Mix. Haben wir hier noch Fantasia. Genau, die gab es auch letztes Jahr. Und hier so einmal das Schloss mit so Gold. Das ist sehr schwer, deswegen hing es ganz unten. Ah ja, die habe ich auch noch aus dem Disneyland Paris. Die ist auch sehr schön. Ja, gibt es, glaube ich, mittlerweile in Rot. Vielleicht kaufe ich mir die, wenn ich an nächsten Wochen da bin. Mal sehen. Ja, und hier habe ich so eine weiße Decke. Ich habe mir immer überlegt, ob ich die bei Shop Disney, diese Disney-Decke kaufen soll. Muss ich vielleicht mal machen, gucken mal, ob sie irgendwann im Sale ist oder so. Aber jetzt habe ich die erstmal. Und jetzt mache ich das Licht aus und zeige euch den Baum nochmal im Dunkeln. Ja, und das ist nochmal der Baum im Dunkeln mit der warmen weißen Lichterkette. Ich könnte ja auch noch anders einstellen, dass sie blinkt oder flackert oder was auch immer, aber ich mag es klassisch. Ich mag nicht irgendwie so eine Diskothek hier in meinem Wohnzimmer haben. Ja, das ist mein Weihnachtsbaum. Was sagt ihr? Ja, der nächste Tag und ich bin bereits gerichtet fürs Fotoshooting. Nein, die Glockenwickler bleiben natürlich nicht drin fürs Fotoshooting, aber ich fahre ja knapp 2 Stunden Sabrina und dann müssen wir uns noch testen lassen, also ich und die Nina, weil wir noch nicht geboostert sind und wir heute Abend essen gehen wollen. In den Rheinland-Pfalz herrscht halt 2G+ in den Restaurants. Und ja, deswegen noch zum Testzentrum. Und bis wir dann an der Location sind, sind die Locken auch wieder raus. Deswegen fahre ich jetzt so. Ich habe jetzt übrigens, sieht man jetzt da oben, einen Dutt als Schleife. Also einen Schleifendutt. Ich habe die Haare dann so unten so lockig und oben halt diesen Schleifendutt. Ich wollte ihn heute mal austesten. Und ich finde, er ist eigentlich ganz hübsch geworden. So richtig schön weihnachtlich, passt zu Weihnachten als Schleife. Werde ich jetzt bestimmt mal öfter machen, an Weihnachten. Ja, deswegen, ja, seht ihr meine schönen Lockenwickler drin. Geschminkt bin ich. Mein Spiritual habe ich auch schon an. Natürlich noch ein paar mehr Outfits dabei. Ja, jetzt mache ich mir noch Frühstück und demnächst geht's los. Und wir sehen uns dann in Kaiserslautern wieder. Ja, wir sind jetzt hier angekommen. Ich muss auch noch meine Locken gleich ausbürsten. Die sind noch sehr lockig. Wir sind mitten im Wald. Da ist ja auch die Brina. Wir haben erstmal 1,5 Stunden warten müssen in der Stadt für unseren blöden Corona-Test. Aber wir wollen ja essen gehen, deswegen mussten wir den machen. Ja, und wir sind hier wirklich im Nirgendwo. Hier ist so ein Platz, da kann man ab wann? Ab 19. Bäume schlagen? Oder jetzt schon? Ab 11. 19. Am 11. und am 19. kann man hier Bäume schlagen, also Weihnachtsbäume. Deswegen nutzen wir vorher noch die Gelegenheit, um hier Fotos zu machen. Und oh, es ist wirklich matschig und waldig. Und hier müssen wir gleich rein. Bitte nicht füttern. Wir wissen nicht, welche Tiere da sind, ob da überhaupt Tiere sind. Vielleicht sind auch wir gemeint. Ich werde aber gern gefüttert, muss ich sagen. Und es ist übrigens alles auch mit dem Förster abgeklärt. Also
Wir begehen jetzt hier keinen Hausfriedensbruch oder so. Nina hat das alles vorher abgeklärt. Ja, da sind die zwei Mädels bereits in unsere Fotolocation am Dekorieren. Und hier ist tatsächlich wirklich keiner, also deswegen ja, können wir uns auch hier umziehen und so. Du stehst vor meiner Kamera. Oh nein, Entschuldigung. Ich stand auch schon vor. Ah, Brinas Video gecrashed. Deine ja. Beine wollen die Leute bestimmt da auch. Unten steht Brinas Kamera. Meine sexy Beine. Ja, also wir sind hier tatsächlich ganz alleine und bauen jetzt auf. Und dann geht's los. Ich zeige euch gleich ein paar Impressionen. Nina? Ja? Was sagst du? Kalt! Meine Finger sind eingefroren. Aber ist schön, die Location. Es ist schön, die Location, ja, auf jeden Fall. Nina kriegt jetzt ein Baby Yoda. Passend zu ihrem Spirit Jersey. Dann gib mir mal das Händchen. Der macht auch Geräusche. Das sieht man ja auf dem Bildern, aber nicht. Der kann ach ja, wir mussten leider abbrechen, denn jetzt klart der Himmel. Jetzt ist ja wieder fast blau, ne? Das ist ja furchtbar. Ja, wir mussten abbrechen, weil es zwischendurch echt krass viel geregnet hat und gefühlt alles nass ist, was wir so dabei hatten. Auch die Klamotten. Aber ja, super. Jetzt klart es wieder auf. Naja, wir haben jetzt abgebaut und... Wir sehen aber gut aus. Ja. Wir klackern, wir klingeln sogar. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Und die wärmen auch noch die Ohren. Habe ich gestern gefunden. Dachte ich, musste Sprina und mir direkt mitbringen und kaufen. Für nächste Woche. Nehme ich auch mit, genau. Ich ziehe den übrigens nochmal an den Spirit Jersey nächste Woche im Europapark. Den roten? Ja. Ja, ich auch. Gut. Partnerlook nächste Woche. Also wenn ihr nächste Woche im Europapark seid und hier Rentiere seht, das sind wir. Oder Geschenke haben wir doch auch noch. Geschenke haben wir auch noch. Das sind wir. Die Verrückten. Also nicht Geschenke zum Verschenken, sondern Geschenke auf dem Kopf. In Schleife ist es eigentlich nur. Ja, aber wir sehen damit aus wie Geschenke. Ja, also Nina holt jetzt auch ihre Europaletten, bringt sie noch irgendwo anders hin, weil sie nächste Woche hier noch ein Fotoshooting hat. Und dann fahren wir Richtung Restaurant. Vielleicht können wir ein bisschen früher auch essen. Ich weiß nicht, wann die aufmachen. Um 17:45 haben wir eine Reservierung. Wann ist, wie viel Uhr haben wir denn? Weiß das jemand? 3:50. Da noch ein bisschen. Naja, wir haben ja Glühwein im Auto. Kann man noch ein bisschen was trinken. Ja, wir haben es zu Masons geschafft und ich war noch nie hier. Es gibt auch einen in Trier und halt hier in Kaiserslautern. Und es ist ähnlich wie diese asiatischen Tablet-Restaurants. Also ihr sitzt hier, bestellt was am Tablet und euch wird es geliefert. Aber hier ist es sozusagen so around the world. Das heißt, Brina nennt es immer Little Epcot. Und hier haben wir ein Tablet. Und ich zeige euch das gleich mal, das Prinzip. Pro Runde kann man immer pro Person ein Gericht bestellen. Und aus verschiedenen Kontinenten. Und ich habe mich jetzt für gegrillten Halloumi aus Afrika-Orient entschieden. Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich das erste Mal hier. Und ich freue mich jetzt endlich im Warmen zu sitzen und was zu essen. Ja, hier seht ihr unseren Counter und der runterläuft, weil wir jetzt schon was bestellt haben. Ja, und hier seht ihr, die Specials kosten irgendwie 1 Euro mehr. Haben wir jetzt auch gemacht. Und hier könnt ihr Amerika, Europa, Afrika, Orient, Asien und Australien auswählen. Schon, klingt echt schon richtig geil. Ja, ich habe jetzt hier den gegrillten Halloumi und Brina, hat schon fast fertig, hat Churrasco bestellt. Dahin. Genau, und die Nina hat Raclette. Also sieht echt alles gut aus. So, schau mal rein. Ja, es gab jetzt auch noch einen Gruß aus der Küche für uns. Wir haben eigentlich schon angefangen. Brina ist auch hier gerade schon ihren Caesar Salad. Ich habe mir die Bacon Roll bestellt und ja, bisschen Nachos, bisschen Brot, 3 Dips. Sieht gut aus und bisher schmeckt es sehr gut. Ja, wir sind mittlerweile bei Bestellrunde 11 angekommen. Also ich zeige euch jetzt nicht jede einzelne Speise. Ich habe jetzt Mandus bestellt. Hier gibt es einen Rest vom Flammkuchen. Brina hat auch Mandus. Also es ist sehr vielfältig. Teilweise sehr, sehr scharf. Also bei rotes Thai-Curry würde ich sagen, okay, man weiß, dass es scharf ist. Aber bei Hähnchen-Teriyaki würde ich sagen, ist es nicht scharf. Aber du kannst ruhig anfangen, Brina. Okay,
Bei Hitschneriaki dachte ich, mein Mund brennt. Und dann ich habe ein bisschen was gegessen, dann hat Brina den Rest gegessen. Und Brina hat sogar gesagt, es ist ultra scharf. Also ich bin fast in Flammen aufgegangen. Brina ist blind vor Schärfe. Also das müssen sie vielleicht ein bisschen kennzeichnen, dass was sehr scharf ist. Naja, Mandus und danach bekomme ich jetzt noch was. Tonkatsu ist irgendwie japanische Schnitzel. Und dann muss ich demnächst auch schon zum Dessert, weil maximal kann man nur 20 Bestellrunden machen. Leute, ich bin mittlerweile richtig fertig mit der Welt. Satt, Frisur im Eimer. Aber es war wirklich sehr, sehr lecker hier bei Masons. Wir haben 14 Runden geschafft. Hatte 2 Desserts und der Rest halt alles herzhaft. Und kann man echt klar weiterempfehlen. Also in der Masons gibt es in Trier, in Saarbrücken und hier in Kaiserslautern. Ich werde auf jeden Fall irgendwann wiederkommen mit meiner besten Freundin auch nochmal. Ich habe ja vorgeschwärmt. Und ich sagte doch, ich bin blind. Brina begutachtet ihre Fotos. Zeig mal. Ja, du musst auch ranzoomen wie eben. Ja, das ist nicht das Blind. Ich will ja hier ein. Ach so. Hier zeige ich ja ein schönes. Okay. Das hat, warte, ich zeige euch das Blind. Das habe ich gemacht. Erotisch. Ja, ich werde aber jetzt noch nicht den Vlog beenden, denn ich werde ja morgen geboostert und dachte, ich nehme euch jetzt nicht mit, aber ich berichte euch, wie es mir danach ergangen ist, weil ich habe ja auch hier auf dem Kanal meine anderen 2 Impfungen sozusagen mitgefilmt und euch berichtet, wie es mir gegangen ist. Deswegen beende ich den Vlog jetzt nicht. Mache ich dann am Dienstag, um zu gucken, wie es mir nach der Boosterimpfung morgen geht. Genau. Und ich mache jetzt gleich auf den Nachhauseweg, nachdem ich hier noch einen Espresso getrunken habe. Ja, bin wieder zu Hause, wie man unschwer erkennen kann. Und das sind tatsächlich schon 3 Tage her, nachdem ich euch im Restaurant mitgenommen habe. Denn heute ist schon Mittwoch und am Montag hatte ich ja meine Boosterimpfung. Und ich wollte euch noch berichten, wie es mir ging. Und da es heute Mittwoch ist, kann man vermuten, dass es mir nicht so gut ging. Also ich war jetzt nicht todkrank, aber so die magischen 12 Stunden sind bei mir tatsächlich eingetreten. Also nach 12 Stunden nach der Impfung hatte ich sozusagen so ein bisschen Hitze, kalt. Ne? Ich wurde ja morgens um 10, ungefähr um 10 Uhr geimpft. Und ja, als ich dann ins Bett gegangen bin, hatte ich dann meinen Bademantel noch über meinem Pyjama an plus eine Wärmflasche und mir war so kalt. Gefühlt 3 Stunden habe ich neben einem Kühlschrank gelegen. So hat es sich für mich angefühlt. Und ab 1 Uhr dann gefühlt neben einem Backofen nochmal für 3 Stunden. Bis 4 Uhr, circa 3:30 habe ich nicht wirklich geschlafen. Wo ich neben dem Kühlschrank lag, war es noch eher so vor mich hingedöst. Aber dann so ab 1 Uhr habe ich Podcast habe ich angemacht. Und dann auch Fernsehen geguckt und ich konnte einfach nicht einschlafen. Da dachte ich zwischendurch, stehst du mal auf, machst dir noch was zu essen, aber dafür war ich tatsächlich zu faul. Hab eine Ibo genommen und dann irgendwann um 3:30 bin ich dann eingeschlafen. Ja, und dann gestern war ich noch so ein bisschen schlapp, müde auf jeden Fall, weil die Nacht halt nicht so prickelnd war. Aber ja, heute geht's mir wieder gut. Heute Morgen ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, aber ja. Es sind so, wie gesagt, so die magischen 12 Stunden. So nach 12 Stunden, finde ich, nach der Impfung geht es dann bergab. Und dann nach 12 Stunden wieder geht es wieder bergauf. Und so war es bei mir auch. Ja, und ich habe mein Paket von Make-A-Wish bekommen. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Und ihr seht schon, da hängt schon Klamotten und da stehen schon Klamotten. Ich werde nämlich auch noch heute das Christmas Outfits Video filmen für euch. Das kommt dann auch noch online, ich glaube, in der nächsten Woche. Mittwoch dann. Ja, deswegen hängen die Sachen da schon. Ich muss die Try-Ons filmen und auch das Video abdrehen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal das Make-A-Wish-Paket. Da ist mein Make-A-Wish-Paket und ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, als ich mein Lebkuchenhaus gebaut habe. Das Paket kostet 30 Euro und davon werden 15 Euro direkt an Make-A-Wish gespendet. Ich packe euch den Link auch unten nochmal in die Infobox. Es gibt noch ein paar Häuser zu kaufen. Also wenn ihr noch eine Last-Minute-Geschenkidee braucht oder noch selbst mit euren Kindern was basteln wollt, schaut bei Make-A-Wish vorbei und ihr tut auch noch was Gutes. Ja, einmal gab es eine Karte. Ich bin Wunscherfüller. Eine wirklich sehr, sehr schöne Karte, muss ich sagen. Dann gibt es 2 Magnete für euch.
diese tollen Incredibles oder die unglaublichen Weihnachtskugeln für euren Tannenbaum. Wirklich sehr, sehr süß. Und natürlich das Lebkuchenhaus, welches ihr braucht zum Aufbauen. Und ein wunderschönes Booklet, was von Disney Deutschland mitdesignt wurde. Da gibt es Rezepte und Vorlagen für euer Haus. Da könnt ihr, ich weiß nicht, wo es gerade ist. Ja, hier könnt ihr zum Beispiel den Tannenbaum von dem Lebkuchenhaus damit bestücken. Oder hier, das passt genau vorne auf die Front von dem Lebkuchenhaus, wenn ihr, sag mal, zu faul seid, es selbst zu dekorieren. Und so sieht es dann halt aus wie aus dem Spot. Ja, und dann gibt es hier noch coole Rezeptideen. Mickey Müsli Knusperkekse, Olaf Kokosbällchen, also ich werde bestimmt das ein oder andere Mal ausprobieren. Cinderella Kürbiswaffeln und Mickey Pancakes. Pancakes gehen natürlich immer. Ja, also das bekommt ihr alles für 30 Euro und wie gesagt 15 Euro werden direkt gespendet. Und Familie ist natürlich das schönste Geschenk. Ja, und das war's hier vom Monis Magical Vlog. Ist ganz schön viel passiert in diesem Vlog, würde ich sagen. Aber ja, wollte euch mal, jetzt fast eine Woche hat der Vlog gedauert. Insgesamt wollte ich euch ein bisschen mitnehmen. In den nächsten Tagen steht natürlich immer noch sehr, sehr viel an. Europa-Park am Samstag, da kommt das Video am Sonntag online. Mein Klamotten-Video kommt auf jeden Fall auch noch. Also mein Weihnachts-Outfits-Video kommt online. Da gebe ich euch auch noch Tipps, wie man, in den kalten Tagen durch Freizeitparks kommt, wie man sich warm halten kann. Dann am 18. Dezember bin ich einen Tag im Disneyland Paris zu einem ganz besonderen Tag-Event. Da könnt ihr sehr gespannt sein, da gibt es natürlich auch ein Video. Und dann bin ich auch noch mal am 21. und 22. im Disneyland zum von Start von Illuminations wieder. Bin sehr gespannt und freue mich wieder, ein richtiges Feuerwerk im Park zu sehen. Und dann geht es ja in die Erdinger Therme und dann noch mal in die Schweiz. Und dann ist auch schon Januar. Also ich finde die Zeit rennen. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!